Hi, ich heiße Katharina und bin 24 Jahre alt. Ich studiere in Kiel Soziologie und Pädagogik und möchte für Volt in den Bundestag einziehen. Moin, ich bin Simon. Ich bin 22 Jahre alt und studiere in Kiel Psychologie und arbeite nebenbei als Hausmeister. Ich möchte für Volt Schleswig-Holstein in den Bundestag eintreten. Wenn du ein Abendessen haben könntest mit drei Personen, tot oder lebendig, wer wäre dies? Das richtig typische Michelle Obama, einfach weil es mega eine krasse Frau ist. Ich kann auch ihr Buch lesen, aber ich würde sie auch zum Abendessen einladen. Lebendig würde ich vielleicht noch irgendeine Autorin oder einen Autor nehmen. Dann müsste ich aber mein Bücherregal durchschauen und gucken, mit wem ich mich unterhalten möchte. Tot. Antoine de Saint-Exupéry. Das ist der Autor vom Kleinen Prinzen und ist mein Lieblingsbuch. Lieber Bar oder Club? Jetzt würde ich Club sagen, weil ich schon seit einem Jahr nicht mehr tanzen war. Ich war das letzte Mal tatsächlich aus hier in Berlin. Normalerweise würde ich aber eher Bar bevorzugen. Zwei Wahrheiten und eine Lüge. Jetzt muss ich mir was überlegen. Und mir fällt nichts anderes an als Essen. Ich mag kein Schokoeis. Ich mag keine Blutorange und ich mag keine Artischocken. Artischocke wäre doch zu einfach, oder? Nee, dann ist es Artischocke. Du magst Schokoeis. Ich mag kein Schokoeis. Oh, okay. Nationale Parteien stoßen an ihre Grenzen. Wer hat das gesagt und was denkst du darüber? Das hat Paul Löper gesagt. Es ist einfach so, dass die Herausforderungen heutzutage nicht durch nationale Grenzen mehr eingedämmt werden können. Wir müssen das einfach in Europa alles angehen. Ich bin immer der Meinung, oder beziehungsweise ich vertrete den Standpunkt, dass Grenzen ein bisschen zu wichtig gesehen werden. Also, dass nur weil da jetzt von den Menschen im Kopf eine Grenze gezogen wurde oder irgendwann mal geschichtlich eine Grenze gezogen wurde, hören die Probleme nicht einfach auf. Und das kann man auf Klimawandel, auf alles Mögliche beziehen. Mich beschäftigt der Klimawandel sehr und damit einhergehend auch die Massentierhaltung. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass wir zwei Drittel der agrargenutzten Flächen einfach benutzen, um die Tiere zu ernähren, von denen wir uns ernähren. Im Meer ist das genau das Gleiche. Überall erzählen die Leute, wir sollen unbedingt keine Strohhalme mehr kaufen. Und niemand erzählt uns, dass das ganze Meer voller Fischernetze ist und dass diese Schleppfischerei einfach so erheblich der Natur schadet. Und das ist ein globales Problem und auch ein europäisches Problem. Und deshalb müssen wir unbedingt dafür kämpfen, dass das einheitlich geregelt wird. Mich persönlich beschäftigt am meisten die Gleichberechtigung, bezogen jetzt auf weibliche Personen. Kurzfristig bin ich auf jeden Fall für die Abschaffung vom Artikel 219a, also fürs Werbeverbot für Abtreibungen, weil es ein Thema, das sehr wichtig ist, zu einem Tabuthema macht und es somit schwerer für weibliche Personen macht, ihr Leben so zu leben, wie sie es möchten. Und das ist auch in der Bildung ein sehr großes Thema, finde ich jetzt, weil solche Tabuthemen nicht angesprochen werden. Sowas muss, ein offenes Gespräch muss dann stattfinden. Und das ist nicht nur auf die Abtreibung bezogen, sondern auch auf sexuelle Gewalt oder sexualisierte Gewalt. Um wirklich Gleichberechtigung zu schaffen, ist es wichtig, nicht mehr solche Themen zu tabuisieren. Es ist wichtig, zu unterstützen und es ist super wichtig, einfach aufzuklären. Wenn ihr mehr über das Wahlprogramm erfahren wollt, dann geht auch gerne auf voltdeutschland.org. Und wenn ihr mehr über uns wissen wollt, schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei.